Raus ins Grüne, so lautet jetzt die Devise. Und wir wissen, dass Sie den Sommer in vollen Zügen genossen haben. Es Ihnen aber zum Teil vielleicht auch zu heiß war. Jetzt kommt der goldene Herbst mit schönen, angenehmen Temperaturen um die 20, vielleicht gar 25 Grad. Und das ist natürlich das perfekte Wetter, um rauszugehen. Ne? Das ist schön, da kann man ein bisschen rausgehen, ein bisschen Fahrrad fahren, das wär's. Aber Fahrradfahren geht heutzutage noch viel einfacher und entspannter als früher. Dass Sie Fahrradfahren nicht verlernen, das wissen Sie selbst. Dass aber Fahrradfahren jetzt richtig viel Spaß macht und dass man das selbst bis ins hohe Alter machen kann, das möchten wir Ihnen heute hier zeigen. Und da hat der Andreas die Pedelecs mitgebracht. Richtig, und zwar nicht irgendein Pedelec, nicht irgendein E-Bike, so heißen die ja ganz modern, liebe Zuschauer, sondern unser hochwertiges Qualitäts-E-Bike von E-Rädle. Jetzt sehen Sie es auch eingeblendet, wie man es schreibt, kommt aus dem schwäbischen E-Rädle. Und Sie sehen auch jetzt schon drunter diesen tollen TV-Sonderpreis. Den möchte ich Ihnen gleich ans Herz legen, liebe Zuschauer. Denn man muss natürlich ganz klar sagen, so ein Fahrrad ist eine Investition und Sie wissen es ja selber. Gerade dieses Thema E-Rädle oder auch E-Bike, Pedelec, wie sie genannt werden, das geistert ja ganz, ganz, ganz oft aktuell, schon seit ein, zwei Jahren auch durch die Presse, durch die Medien, durch einige Sendungen. Und Sie wissen, die Kosten so, naja, sagen wir mal 999 Euro, 1300 Euro, 2000 Euro. Nach oben sind wirklich keine Grenzen gesetzt, da werden Preise aufgerufen, da muss man sich wirklich überlegen, ist das noch normal, ist das vernünftig? Wir haben gesagt, nein, es ist nicht ganz vernünftig und haben für Sie heute unser Qualitäts-E-Bike, unser E-Rädle, zum reduzierten TV-Sonderpreis von der unverbindlichen Preisempfehlung. Sie sehen sie durchgestrichen, 1400 Euro bieten wir Ihnen jetzt an, eben für die Nachsaison, nach dem Sommer, für den Herbst, für 569,95 Euro. Und noch ein Highlight setze ich gleich dazu, versandkostenfrei. Vivi, das Schöne am Fahrradfahren, hast du ja gesagt, das ist die Leichtigkeit, die man eben mit so einem E-Rädle, mit so einem Pedelec haben kann. Mhm. Warum ist das so, fragen sich ganz viele zu Hause. Warum? Weil wir diese Unterstützung haben durch den Elektromotor. So ist es. Fahrräder, liebe Zuschauer, haben heute Elektromotoren, die uns helfen, gerade bei Steigungen, wenn es bergauf geht, ne, die viel leichter zu überwinden. Aber, ganz wichtiger Punkt, Sie fahren weiterhin Fahrrad, also Sie treten weiterhin. Ohne Treten geht's nicht. Das ist ja auch der Hintergrund daran. Sie bleiben fit, Sie bleiben vital, Sie bleiben beweglich. Aber das Ganze eben mit dieser tollen elektrischen Unterstützung durch den Elektromotor. Und liebe Zuschauer, jetzt sehen wir gerade eine tolle Aufnahme. Sie haben gerade eben den Akku gesehen, der mit dabei ist und eben auch den Elektromotor. Und der sitzt bei uns in der hinteren Radnabe. Das ist der Hammer. Also ich wiederhole noch mal kurz, was du gesagt hast, falls es Ihnen zu schnell ging. Ein E-Rädle kommt aus dem Schwäbischen, wie du schön gesagt hast. Und wir wissen, dass die Schwaben natürlich jeden einzelnen Cent doppelt umdrehen. So ist es. Und deshalb geben wir Ihnen heute auch hier einen schwäbischen TV-Sonderpreis von 569,95 Euro, der mit dem spitzen Bleistift hier für Sie berechnet wurde. Dann haben Sie hier halt eben kein normales Fahrrad, das Sie so für gewöhnlich von früher kennen, sondern eben die klassische Bauform eines Fahrrads, die aber jetzt noch einen elektrisch betriebenen Motor, der nahezu bürstenlos, sprich verschleißfrei ist, der sich jetzt in der hinteren Radnabe versteckt. Ja. Das heißt, Andreas, also ich spreche da ehrlich zu Ihnen. Ich bin 25, ich mache unfassbar viel Sport. Ich würde gerne mit dem Fahrrad die 6 Kilometer zur Arbeit fahren, aber ich wohne in Lauenberg. Wie der Name schon verrät, es ist auf dem Berg. Ja. Ich traue mich das nicht. Mach das mit einem E-Rädle, mit einem Fahrrad und Elektromotor ist es eine Leichtigkeit. Und liebe Zuschauer, dann geht es Ihnen wie Vivian in Zukunft. Sie werden da gar nicht mehr verzichten drauf wollen, weil es Lebensfreude bringt. Das bringt Spaß. Ganz, ganz viele Nutzer von so einem E-Bike, von so einem Pedelec, liebe Zuschauer, die sind begeistert. Die waren am Anfang auch kritisch. Die haben gesagt, ja, Fahrradfahren, das ist so eine Angelegenheit. Ich weiß nicht, in meinem Alter soll ich mir das noch mal zumuten. Ich bin schon 15, 20 Jahre nicht mehr auf dem Fahrrad gesessen. Das ist eine verkehrte Einstellung. Holen Sie sich die Lebensfreude, den Spaß wieder zurück und dann probieren Sie es aus. In meiner Nachbarschaft gibt es eine Familie, die sind schon beide über 60. Ne? Die machen jeden kurzen Weg, und auch einen Samstag- oder einen Sonntagsausflug mit ihrem E-Bike. Das ist eine ganz feste Instanz geworden. Die sind vorher auch Wege mit dem Auto gefahren. Ne? Aber
Das ist natürlich immer bequem. Du bewegst dich überhaupt keinen Millimeter mehr, ne? Von der Haustür ins Auto. Und genau das ist doch das, was uns auch so ein bisschen dann träge macht. Liebe Zuschauer, mit so einem E-Bike ist das eine ganz andere Angelegenheit. Nochmal, Lebensfreude kommt zurück, Spaß kommt zurück. Und mit unserem Qualitäts-E-Bike hier von E-Rädle ist das natürlich eine wunderbare Sache. Vivian, wollen wir noch so ein bisschen so ein paar Details erklären? Oh, sehr, sehr gerne, machen weil wir, das, ne? Was Sie heute hier bekommen, ist wirklich der Hammer. Ich wollte noch mal kurz darauf zu sprechen kommen. Ich habe mal was gelesen in der Studie, wo stand, dass 80% aller Fahrten, übrigens auch die mit dem Auto, nicht länger als 6 Kilometer lang sind. So, und jetzt mal Hand aufs Herz. Also mit so einem E-Rädle, mit so einer Fahrunterstützung, mal eben 6 Kilometer zum Bäcker, zur Apotheke, zum Supermarkt. Es ist so ein Traum. Und du liegst abends im Bett und sie kennen das Gefühl. Und sie denken, sie haben was gemacht. Sie waren an der frischen Luft und das tut uns gut. Das tut natürlich nicht nur unseren Gelenken gut, nicht nur unserem Körper, unserer Fitness, auch unserem Geist. Der wird frei, frische Luft. Sie fahren mit offenen Augen durch die Landschaft, gucken sich das alles an, kriegen auch dann die ganzen Veränderungen mit, die da passiert sind im Laufe der Jahre. Und es ist dann doch wirklich eine wunderbare Angelegenheit. Ich komme jetzt noch mal zurück, liebe Zuschauer, auf unser E-Rädle, auf unser hochwertiges Qualitäts-E-Bike, das wir Ihnen heute vorstellen hier. Und schauen Sie, wir haben hier zum einen diesen tollen, hochwertigen Profi-E-Antrieb. Also wirklich hier, Vivian, du hast es schon kurz angedeutet, wartungsfrei, verschleißfrei und das Ganze eben auch langlebig. Der befindet sich hier hinten in der Radnabe. Ach, da ist das. Zeige ich Ihnen was, das habe ich nebenher vorbereitet, das hole ich mal schnell rüber. So sieht der Akku aus. Der befindet sich hier an der Stelle. Das ist der Akku hier. Wenn Sie checken möchten beispielsweise, Mensch, wie weit kann ich denn mit so einer Akkuladung fahren, dann ist hier so eine Taste, da drücken Sie drauf und dann können Sie sich hier jederzeit über den Akkustand informieren, nochmal gedrückt und dann sehen wir, der ist einmal komplett vollgeladen. Das heißt, wir schaffen tatsächlich die Strecke von knapp 30 Kilometer mit einer Akkuladung. Sag mal, Andreas, das heißt, wenn ich unterwegs bin und mal checken möchte, wie der Akkustand ist, dann schaue ich da unten nach oder kann ich das auch während der Fahrt nochmal nachschauen? Also, du hältst da natürlich an dazu, um danach zu schauen, ne? Aber während der Fahrt kannst du das auch machen. Sie können auch, während der Akku hier eingebaut ist, liebe Zuschauer, einfach kurz absteigen und natürlich dann einfach mal nachgucken, wie weit komme ich denn noch. Aber, liebe Zuschauer, eine ganz wichtige Sache ist auch die Bedienung unseres E-Rädels. Ne? Es kann ja durchaus sein, dass Sie jetzt zu Hause sitzen und sagen, Mensch, ich bin noch nie auf sowas gefahren. Ist das kompliziert? Nein. Den Motor und den Akku stellen wir Ihnen nur vor, damit Sie sich einmal mit der Technik hier so ein bisschen vertraut machen. Die Bedienung, die erfolgt hier vorne am Lenker über so ein Ampelsystem. Mhm. Zum einen wird hier die Elektrounterstützung aktiviert und dann sehen Sie, dann geht hier dieses Ampelsystem an. Grün bedeutet Akku voll, gelb bedeutet halbe Leistung haben wir noch. Ungefähr von 30 Kilometern würde ich sagen, bleiben noch 15 übrig. Und rot, das sollte man dann mal wieder nachladen. Das heißt, Vivian, um nachzugucken, ne, ob dein Akku noch Leistung hat oder wie viel Leistung der hat, brauchst du gar nicht absteigen und anhalten. Das wird hier einfach auch wunderbar durch das Ampelsystem angezeigt. Und sobald Sie diese Lampen hier sehen, liebe Zuschauer, wissen Sie, dass die Elektrounterstützung arbeitet und Sie dann durchs Treten diese Unterstützung auch aktivieren. Sie merken das. Sie fahren los. Das ist ja total faszinierend. Sie setzen sich auf das Rad, fahren los und drücken auf den Knopf. Und dann merken Sie, wie ganz langsam, wie sie schneller werden. Wie im Grunde von hinten so eine Hand kommt und ganz leicht nachschiebt. Ein wunderbares Gefühl. Und vor allem, Sie treten weiterhin, aber Sie legen ganz andere Strecken zurück mit einer ganz anderen Geschwindigkeit. Das ist halt auch noch mal so ein Punkt. Liebe Zuschauer, unser E-Rädle hat noch eine ganz besondere Funktion. Zu der kommen wir jetzt. Und zwar ist es eine Klappradfunktion. Das heißt, wenn Sie sagen, ich bin beispielsweise auch im Camping unterwegs, ich bin viel Outdoor unterwegs, wo ich mein Fahrrad mitnehmen möchte, möchte aber erst die erste Strecke mit dem Wohnmobil fahren oder auch mit dem Auto oder mit dem Caravan, dann nehmen Sie Ihr E-Rädle einfach mit. Sie können das zusammenfalten. Also wirklich unfassbar viel Komfort. Andreas, das heißt also, Sie brauchen hier keine Fahrradhalterung für Ihr Auto, sondern Sie können gerne, wenn Sie zum Campen fahren, ganz einfach Ihr E-Rädle zusammengeklappt in den Kofferraum legen? Ja,
Und nicht nur Kofferraum. Wie gesagt, auch für Camping ist es genial. Reisemobile oder Wohnmobile, die haben ja oftmals so einen Stauraum. Mhm. Der ist großzügig, aber da kannst du halt kein Fahrrad reinstellen. Und dann muss das Fahrrad oft zu Hause bleiben. Oder andere Alternative ist, dann hängt hinten am Wohnmobil, ne, hinten dran so ein riesen Gepäckträger, der auch beim Rangieren dann hinderlich ist. Mit unserem E-Rädle ist das ganz einfach. Machen Sie das Staufach auf, dann kommen die beiden E-Rädle für Sie und Ihren Ehepartner da rein. Und dann kann man das mitnehmen. Das ist halt ganz komfortabel. Und wenn Sie dann am Campingplatz ankommen, ist es halt auch so. Sie brauchen sich gar keine Gedanken machen. Wie komme ich denn zum Bäcker? Wie komme ich zum nächsten Tante-Emma-Laden, um was einzukaufen? Na, woher kriege ich noch mein Mittagessen? Hier, Sie haben für die kurzen Wege immer Ihr E-Rädle dabei. Und für Tagesausflüge reicht die Akkuleistung ja auch. Und man sagt ja auch immer so schön, zurück zur Natur. Und gerade wenn Sie Ihren Campingurlaub machen und Ihr Wohnmobil da fest steht, dann ist natürlich naheliegend, dass Sie da mit dem Pedelec mal eben raus aus dem Campingplatz fahren, dass Sie natürlich auch die gute Luft gleich einatmen, dass Sie Ihrer Gesundheit was Gutes tun und dass Sie da nicht mit dem Wohnmobil da rumrangieren werden, am Spielplatz vorbei oder ähnliches. Deshalb hier mit dem Pedelec da ganz entspannt draufsetzen, hier da mal losradeln. Und Andreas, du hast es eben schon angesprochen, und wir sehen es ja auch, wie das Gefühl für Sie ist, wenn Sie auf diesem Pedelec sitzen und die Fahrunterstützung einschalten. Das wiederhole ich nochmal für Sie. Ja. Das ist ein normales Fahrrad. Das können Sie ohne elektrischen Motor jederzeit als herkömmliches Fahrrad nutzen. Schalten Sie aber über dieses kleine Bedienelement, das war doch richtig, oder Andreas? Genau, unsere hier, Ampel. Genau, am Lenker die Fahrunterstützung ein. Dann haben Sie keinen Widerstand mehr, den Sie spüren beim in die Pedale treten, was das Ganze viel einfacher macht, richtig? Das macht das viel einfacher und natürlich komfortabler. Und dieser Widerstand, letztlich ist es ja so, Fahrradfahren soll ja fit halten. Man soll ja so ein bisschen auch was arbeiten. Man soll ja auch so ein bisschen fahren. Weil ansonsten könnten wir uns ja gleich auf ein Moped setzen. Da hast du recht. Wir wollen ja Radfahren. Aber gerade wenn es um Steigungen geht oder wenn es auch um etwas längere Distanzen geht, ne, oder wenn man einfach sagt, Mensch, heute fühle ich mich nicht so, ich will aber trotzdem Radfahren, dann nutze ich wirklich diesen Elektromotor, diese Unterstützung, die mir dann einfach auch hilft beim Radfahren. Das heißt, ich bleibe beweglich, bewege mich trotzdem, aber ich habe halt diese wunderbare Unterstützung, diese sanfte Unterstützung. Das ist ja nicht grob, was da passiert. Ne? Das ist wirklich eine sanfte Unterstützung, die einem aber Radfahren merkbar einfacher macht. Und das ist dann wirklich eine wunderbare Sache, wenn wir gerade noch mal beim Thema Camping bleiben. Du hast das gerade gesagt. Und wenn man am Campingplatz ist und das Wohnmobil dort steht, eingeparkt hat, ne, und froh ist, jetzt ist wirklich steht auch hier auf seinen Ausgleichsplatten und steht in der Waage, dann Gott möchten Sie Dank. Natürlich nicht jedes Mal hier, wenn Sie irgendwie unterwegs sein möchten, das Wohnmobil wieder rausfahren, wieder reinfahren, wieder komplett neu ausrichten. Das ist ja ein Riesenaufwand. Mit so einem E-Bike, ne, da hat man einfach dieses Verkehrsmittel für Ausflüge, für die kurzen Wege, für kleine Erledigungen mit dabei. Und das Ganze ist ja auch wunderbar überall zu laden. Das ist ja das nächste Thema, liebe Zuschauer. Wir haben hier ein Profi-Akkusystem, Elektrosystem. Das heißt, die Akkus, die hier drin sind, die sind so austariert oder beziehungsweise entwickelt, dass sie die an jeder Steckdose laden können, egal wo sie sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das finde ich wirklich super. Also, dass es hier auch so einfach und bequem ist. Du hast es gesagt, überall kann jetzt an der handelsüblichen Steckdose, auch bei Ihnen, falls Sie irgendwo mal an der Wirtschaft anhalten, in einem Biergarten, wenn Sie gerade mit Ihrem Pedelecs unterwegs sind und Sie dann zum Beispiel mal ein Bierchen oder auch ein Wasser oder ein Softgetränk trinken wollen oder auch einfach einen Kaffee, Sie da gleich natürlich auch den Akku nachladen können. Jetzt möchten wir natürlich auch noch mal kurz auf diesen Preis zu sprechen kommen, denn Pedelecs sind momentan der absolut letzte Schrei. Also als ich mit meinem Hund letztes Mal unterwegs war, und das war an der A in Bad Neuenahr, kennen Sie vielleicht, ich habe da wirklich nur junge und ältere Damen und Herren auf Pedelecs gesehen. Ich glaube, im Grunde 60-70% aller Fahrräder, die verkauft werden, sind mittlerweile E-Bikes. Das wird in den nächsten Jahren sogar noch ansteigen. Und liebe Zuschauer, Sie können eben jetzt tatsächlich hier auch schon zu einem genialen TV-Sonderpreis dabei sein. Wie gesagt, wir kommen von der UVP 1.400 Euro. Darauf wollte ich hinaus. Also schauen wir uns mal den Preis an und schauen auf pearl.de, was Sie heute hier sparen. Denn jetzt hier zum Herbstanfang, da sparen Sie. Wahnsinn. Zum goldenen TV-Sonderpreis dürfen Sie zugreifen von 1.000
1.300 Euro, unverbindlicher Preisempfehlung. Ganz normaler Preis, den Sie überall im Handel zahlen würden, hat Pearl.de schon auf knapp 600 Euro runter reduziert und Ihnen wirklich ein Hammerangebot gemacht. Weil Sie aber exklusiver Pearl-TV-Zuschauer sind, möchten wir, dass Sie den günstigsten Preis bekommen und wir möchten, dass Sie sich genau jetzt hier so ein Pedelec leisten dürfen für 569,95 Euro. Bringen wir Ihnen das vor die Haustür und dann auch noch versandkostenfrei. Machen Sie das wie viele Besteller und bestellen Sie bitte gleich zwei für Partner und Partnerin. Und jetzt verrate ich Ihnen noch eins, warum Sie genau heute hier in dieser Sendung zugreifen sollten. Wir kennen Sie ja mittlerweile und wir wissen auch, dass Sie ein großes Herz haben. Und wir wissen, dass Sie im Sommer vielleicht im Urlaub waren, dass Sie campen waren und dass Sie natürlich auch jetzt, wenn die bevorstehende Weihnachtszeit kommt, wieder all das Geld nur für die Kinder und Enkelchen nehmen werden. Aber jetzt gerade zum goldenen Herbst, da dürfen Sie sich selbst und Ihrer Gesundheit was Gutes tun und hier mal zugreifen. Und das wirklich auch mit einem super Gewissen. Mit der Bestellnummer NX951069, Andreas, auch dein Appell, zwei bestellen, oder? Auf jeden Fall. Also gerade wenn Sie einen Partner haben, gerade wenn Sie Mann, Frau zu Hause sind, dann ist natürlich klar, es wäre natürlich jetzt doof, wenn nur einer mit dem losfährt oder wenn man sich da abwechselnd das Rad dann ausleihen muss. Liebe Zuschauer, es ist halt eine wunderbare Angelegenheit. Sie bekommen bei uns für diesen genialen Preis jetzt... Es können sich zwei leisten. Ne? Normalerweise, wir haben es ja gehört, kosten die 1.200, 1.300 Euro. Jetzt bekommen Sie für ja, unter 1.000 Euro, Quatsch, knapp über 1.000 Euro, ein ganz bisschen über 1.000 Euro, bekommen Sie jetzt zwei E-Rädle nach Hause. Und das ist dann wirklich was, wo man gemeinsame Erlebnisse dann auch zusammen haben kann. Da heißt es schnell sein und zugreifen mit der Bestellnummer NX951069. Und natürlich... Zwei bestellen, wenn Sie zu zweit sind und wenn Sie sagen, Sie möchten die Fahrten gemeinsam durchnehmen. Was wichtig ist, ist, dass Sie bei diesem Spitzenpreis das gesamte Set bekommen, bestehend aus Pedelec und Akku, allen Lichtern, allen Bremsen und Co. Aber viele unserer Damen und Herren bestellen sich auch noch mal einen zusätzlichen Akku, den wir Ihnen jetzt hier vorstellen dürfen. Unbedingt. Und wir müssen noch eine Sache dazu sagen, liebe Zuschauer. Wir gehen, was die Ersatzakkus und die Zusatzakkus angeht, in der aktuellen Saison tatsächlich auf eine begrenzte Stückzahl zu. Die sind extrem beliebt, weil wir hier eben Herstellerqualität haben. Sie sehen es, die sehen original aus wie unsere Akkus im E-Rädle drin. Und wir haben hier den ersten für Sie, den 4,4 Ampere-Stunden Akku. Das heißt, Sie holen sich hier nochmal zusätzlich 30 Kilometer Reichweite nach Hause. Ist natürlich auch eine wunderbare Sache, wenn Sie sich jetzt schon damit eindecken, um einfach zu sagen, komm, in 2, 3, 4, 5, 6 Jahren habe ich dann einfach meinen Akku schon mal da. Und den können Sie ja immer wunderbar auf dem Gepäckträger in einer extra Tasche mitführen, wenn Sie sagen, Mensch, ich möchte von 30 auf 60 Kilometer verlängern. Deshalb heißt es hier zugreifen für 123,45 Euro. Da sehen Sie mal, dieser TV-Sonderpreis, der ist ja quasi schon in Ihrem Starter-Set mit beinhaltet. Also Sie haben ja schon bei dem Pedelec genau den Akku dabei, aber wir empfehlen natürlich glasklar noch einen zweiten dazu zu bestellen, dass Sie den einen nutzen, den anderen währenddessen laden. Die Bestellnummer lautet NX951469 für den Ersatz- und Zusatzakku. Hier jetzt für Sie in Markenherstellerqualität da gleich zugreifen. Das machen ja auch viele Zuschauer, die schon Pedelec in den vergangenen Wochen bestellt haben, genau, die jetzt natürlich auch gern zugreifen dürfen. Also bei dem Pedelec-Akku jetzt auch gern zugreifen, wenn Sie den Pedelec schon vorher bestellt haben. Hier die Reichweite ganz einfach verdoppeln. Nochmal, einmal dieser Akku ist im Basisset mit dem Pedelec, falls Sie sich für den jetzt heute entschieden haben. Oh, Glückwunsch dabei. Aber man kann gerne nachbestellen. Und das Highlight ist immer der große Akku, Andreas. Ja. Der wird ja super gern bestellt. Richtig, das ist der große Akku. Und liebe Zuschauer, auch hier bei unserem 7,8 Ampere-Stunden Akku oder runden wir einfach auf und sagen 8 Ampere-Stunden Akku, haben wir wirklich hier eine Reichweite, die ist immens. 50 Kilometer kommen da oben drauf. Das heißt, Sie schaffen ja so mit Ihrem E-Rädle schon 30. Holen Sie sich den zusätzlich nach Hause, kommen Sie addiert dann auf 80 Kilometer insgesamt. Also wirklich eine geniale Ausbaustufe, um hier eine große Tour zu machen. Aber auch hier ist das Kontingent limitiert für die Saison. Geht auch schon ins Frühjahr rein, liebe Zuschauer. Unbedingt jetzt eindecken, wenn Sie sagen, jawohl, kann ich brauchen.
für 189,95 € hier die große Variante bekommen, versandkostenfrei mit der Bestellnummer NX95515569. Wir hören gerade von der Redaktion, dass wir Ihnen durchgeben müssen, dass beide sehr, sehr stark begrenzt sind und dass es sein kann, dass wenn Sie sich da noch ein Stündchen Zeit lassen mit Ihrer Bestellung, dass es dann schon heißt, Sie sind nicht mehr da. Wenn Sie also einen haben wollen, dann jetzt zugreifen. Und wissen Sie, was ich schön finde? Dass wir Ihnen jetzt noch weitere Zusatzartikel vorstellen. So auch die Akkukompressor-Luftpumpe, die ja bei unseren Zuschauern durch die Decke geht. Viele wollen sie haben, viele haben sie bereits schon richtig gemacht. Wenn Sie die noch nicht haben, wird es jetzt höchste Eisenbahn. Warum, Andreas? Warum? Ganz einfach, weil endlich Reifen aufpumpen, liebe Zuschauer, ohne körperliche Anstrengung. Ne? Und auch nicht irgendwie, ne, wenn Sie mal ein Luftkissen oder auch ein Schwimmring oder auch ein Kinderspielzeug, so ein Luftspielzeug aufpumpen, dann passiert das Ganze halt wirklich ohne diese aufgeblasenen Backen und einem hochroten Kopf. Das ist wirklich hier wunderbar komfortabel. Sie hören es schon, wenn ich hier drauf drücke, ne? Dann will die Pumpe pumpen. Und das ist natürlich gerade jetzt, wenn man auch so ein Pedelec zu Hause hat, so ein E-Bike, eine wunderbare Sache, um vor der Fahrt nochmal die Luftdrücke zu checken. Bei Ihrem Fahrrad und natürlich auch beim Fahrrad Ihres E-Partners. Liebe Zuschauer, wie funktioniert das Ganze? Wir gucken es uns jetzt einfach mal an. Hier ist das E-Rädle, dann kommt die Ventilkappe runter, aber das kennen Sie natürlich alles schon, ne? Nur war es bisher halt viel anstrengender. So, jetzt kommt unsere Akkukompressorpumpe ins Spiel. Ganz komfortabel in der Hand gehalten, mit Sicherheitsverschluss direkt hier aufs Ventil, wird fest arretiert. Guck dir das an, so einfach ist das. Jetzt hält das auch sicher da drauf. Jetzt wird der gewünschte Druck eingestellt. Und dann haben wir ja diese Pistolenform, diesen Pistolengriff. Das heißt, wir lösen dann aus, der Kompressor arbeitet und pumpt unseren Reifen auf den gewünschten Druck auf. Also das ist wirklich komfortabel. Ohne Anstrengung, ohne in die Knie zu gehen, ohne hier das Kreuz zu ruinieren, so wie wir das in der Vergangenheit kennt. Wir machen das jetzt ganz einfach hier mit einer Akkukompressorluftpumpe. Ganz einfach, ohne körperliche Anstrengung, in Sekundenschnelle und zu einem Megapreis. Ja, da sind wir nämlich weit unter 50 € bei 47,45 €. Und Andreas, es ist ja auch ganz oft so, dass sich unsere Damen und Herren von dem, was Sie uns natürlich auch mitteilen, ganz oft spontan einfach mal dazu entscheiden, eine Radtour zu machen. Ne? Schaust aus dem Fenster, ja, siehst das Wetter schön. Ja. Und da finde ich dann auch immer toll, dass dann viele Männer dann auch sagen, ja komm, dann checke ich nochmal die Pedelecs, den Reifendruck zum Beispiel. Und bevor man jetzt mit den Pedelecs auch zum Beispiel zur Tankstelle fährt, haben sie sich jetzt quasi die Tankstelle hier gleich nach Haus geholt, nicht in Form des Benzins. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die meisten Radtouren scheitern daran, dass der Luftdruck nicht stimmt. Ne? Da geht dann wirklich der Herr des Hauses in den Fahrradschuppen oder in die Garage. Guckt mal, Fahrräder, alles okay, ja, soweit. Aber da ist zu wenig Luft in den Reifen. Jetzt ist es kreuztechnisch natürlich ein Problem. Dann sagt man, nee, komm, ich schieb das jetzt noch eine Weile hin. Heute machen wir keine Fahrradtour. Luft fehlt in den Reifen. Hier wird es ein Kinderspiel. Und das Schöne ist ja, diese Pumpe ist so handlich. Die hat einen Akku hier unten drin. Die können Sie auf die Tour mitnehmen, liebe Zuschauer. Also, wenn unterwegs was sein sollte, haben Sie immer hier Ihre Sicherheitspumpe mit dabei, um auch den Luftdruck zu korrigieren. Das ist eine wunderbare Angelegenheit. Und nochmal für Sie, mit dieser Pumpe, liebe Zuschauer, lässt sich auch Kinderspielzeug aufpumpen, Wasserspielzeug beispielsweise, Bälle können Sie mit aufpumpen. Wir haben hier hinten drin extra noch Zubehöraufsätze mit dabei, speziell für Bälle, speziell für Kinderspielzeug. Und denken Sie dran, auch ein ganz wichtiger Punkt, Ihr Autoreifen, der braucht ja auch Luft. Das geht auch damit? Und das funktioniert auch damit. Mit dieser Pumpe sind Sie komplett ausgerüstet, können alles wirklich hier mit Luft versorgen, immer den korrekten Luftdruck einstellen, dank digitalen Displays. Also besser kann man es nicht haben. Besser kann man es nicht haben. Das ist wirklich der Hammer. Also, dass Sie hier jetzt zugreifen dürfen, das ist wirklich der absolute Megakracher. Vor allem, vielleicht kommen auch Ihre Kinder oder Enkelchen, und da spreche ich wirklich aus eigener Erfahrung, mal am Sonntag zu Ihnen, Kaffee, Kuchen, bei Ihnen vielleicht auch Grillfest. Und wir vergessen das immer gut und gerne, den Reifendruck zu prüfen. Und wir wissen, dass Sie sehr gewissenhaft sind. Und wir wissen auch, dass Sie sich natürlich um die Kinder und um die Enkel kümmern. Und da ist es natürlich auch ein ganz, ganz feiner Schachzug von Ihnen zu sagen, wenn die Kinder beim nächsten Sonntag dann da sind bei Ihnen, dass Sie dann sagen, komm Schatzi, gib mir mal einen Autoschlüssel. Ich schaue mal eben nach dem Reifendruck und prüfe den nach. Da hat man auch selber dann gutes Gefühl und Gewissen, wenn man weiß, dass die Kinder sicher fahren und dass der Reifendruck geprüft ist. Naja, für das eigene Auto zählt das ja genauso. Ne? Also auch beim eigenen Auto ist es immer besser,
alle 3 Wochen, alle 4 Wochen mal den Luftdruck zu prüfen, um den Reifenverschleiß eben auch vorzubeugen. Sie wissen es selber, falscher Luftdruck kostet viel zu viel Sprit, ist nicht sicher auf der Straße, die Kurvenlage und all das wird instabil, liebe Zuschauer. Und oft ist es ja auf der Tankstelle, hat man gar keine Zeit oder man vergisst es. Jetzt haben Sie hier Ihre Akkukompressorluftpumpe zu Hause, können hier ganz schnell zwischendurch einfach mal alle Luftdrücke checken und kontrollieren, einfach wieder aufpumpen. Also eine wunderbare Komfortpumpe. Hier gleich zugreifen und bestellen. Wir zeigen Ihnen noch ein weiteres Highlight und das wird von unseren Zuschauern auch mal ganz, ganz oft im Callcenter nachgefragt. Und da müssen viele Mitarbeiter leider sagen, gibt es gerade nicht zum TV-Sonderpreis. Deshalb haben wir jetzt hier die Gepäckträgertasche mit in die Sendung genommen, Andreas. Und die finde ich genial. Also wer ein Fahrrad hat, braucht so eine Tasche hier, weil du hast jetzt wirklich eine Spezialtasche. Die ist extra hier fürs Fahrrad. Warum, liebe Zuschauer? Schauen Sie, die hat extra hier diese weite Aussparung, damit die wunderbar über diese Standard-Gepäckträger drüber passt. Und jetzt liegt die hier wirklich auf. Wir haben hier extra diese Ösen und diese Schlaufen, um diese Tasche sicher am Gepäckträger zu befestigen. Wir haben hier den Griff, falls wir das Ganze abnehmen wollen. Und die ist aus wetterfestem Material. Wir haben hier Komfortreißverschlüsse, gehen zu beiden Seiten auf. Hier richtig viel Staumaterial. Große Picknickdecke ist da jetzt drin. Da können Sie unfassbar viel rein. Ein Geschirr hier für unterwegs. Wenn man mal Rast macht, Essen, alles kommt da rein, eine Wasserflasche, überhaupt kein Problem. Natürlich Ihre Luftpumpe, die Sie immer mitführen sollten, um einfach zwischendurch so einen Luftdruck zu checken. Aber hier ganz tolles Material, wetterfest, regenfest, da kann nichts passieren. Wunderbar, nochmal Komfortreißverschlüsse. Also das ist wirklich eine Tasche. Preis-Leistungs-Verhältnis, muss man wirklich sagen, es ist bombastisch, weil normalerweise kostet so eine Tasche, wie wir sie hier sehen, 40, 50 Euro. Mindestens, ne? Also wenn Sie da mal in so einem Fahrradfachgeschäft nach einer ordentlichen Tasche schauen, da fangen ja die günstigsten erst ab 35 Euro an und nach oben hin ist dann natürlich immer alles offen. Bei dem Modell jetzt hier zugreifen für 18,95 Euro, das ist wirklich für Sie ein Kracher, muss ich sagen. Und das vor allem auch für eine Qualität, die wirklich atemberaubend ist. Das haben uns viele Damen und Herren bereits geschrieben, dass sie wirklich auch noch eine zweite mit dazu bestellen für den Partner, für die Partnerin. Für 18,95 Euro dürfen Sie es gerne machen. Also wirklich genial. Guck mal, ne? Die muss man natürlich nicht immer pralle voll machen. Ist wunderbar, wenn Sie mal zum Einkaufen fahren, Brötchen holen morgens oder einfach auch mal das Mittag- oder Abendessen besorgen oder Grillgut. Wie Sie es machen, Sie haben immer Ihre wunderbare Tasche, genug Stauraum, da passt wirklich richtig viel rein. Und das ist wirklich hier dann die schickste, die edelste und die komfortabelste Lösung für Sie und passt halt auch wunderbar zu unserem E-Rädle. Oh ja, und deshalb zugreifen mit der NC8917569 bei der Doppelgepäckträgertasche für 18,95 Euro. Wir hören gerade, dass das Pedelec unfassbar begehrt ist bei Ihnen. Ja, dass Sie genauso denken wie wir und dass Sie wirklich sagen, ja, Sie haben diesen Sommer noch nicht zugegriffen, nur geliebäugelt, weil Sie ja im Urlaub waren. Sie wissen, dass in der Weihnachtszeit natürlich wieder alles an die Kinder und Enkel geht, dass aber genau jetzt Sie dran sind und dass genau jetzt Sie diesen goldenen Herbst zu Ihrem Herbst machen. Und deshalb blenden wir Ihnen nochmal das Pedelec ein mit dem TV-Sonderpreis für 569,95 Euro versandkostenfrei. Andreas, da muss man zugreifen. Absolut. Unser hochwertiges Qualitäts-E-Bike Pedelec, wie auch immer Sie das nennen möchten, liebe Zuschauer, aus dem Hause E-Rädle hier. Und E-Rädle hört sich schwäbisch an, deshalb, liebe Zuschauer, ist auch der Preis schwäbisch. Finde ich eine geniale Aussage von dir, Vivian. 569,95 Euro ist wirklich genial. Hier eine tolle, tolle Unterstützung vom Elektromotor. Eine sanfte Unterstützung, liebe Zuschauer. Das heißt für Sie in Zukunft, Sie bleiben fit, Sie bleiben vital, Sie tun was für Körper und Geist. Sie fahren Fahrrad, Sie bewegen sich, aber Sie haben halt wirklich den Komfort des Elektromotors, der ganz sanft von hinten schiebt. Und gerade wenn es dann eine Steigung hochgeht, dann brauchen Sie sowas. Dann drücken Sie aufs Knöpfchen und dann schaltet sich hier der Antrieb zu und Sie fahren ganz komfortabel hier die Hügel hoch und die Berge. Also wirklich genial. Wenn Sie jetzt auch im Herbst einen tollen Ausflug machen möchten, STVZO zugelassen, alles dabei. Sie brauchen keinen Führerschein für das Ganze hier. Wir empfehlen allerdings einen Helm. Ich auch ein Fahrrad.
Die Bestellnummer lautet NX95010569. Wir wünschen Ihnen gute und sichere Fahrt und können wirklich sagen, dass Sie hier alles richtig gemacht haben mit der Entscheidung, sich ein Pedelec zu bestellen. Sie werden es genießen, Sie werden viele, viele Jahre Freude damit haben. Sie werden draußen unterwegs sein, die frische Luft einatmen und auch merken, wie gut Ihnen Gelenken und vor allem Ihnen selbst das Pedelec und vor allem auch die frische Luft tun wird. Also greifen Sie gleich zu und bestellen Sie Ihr Pedelec und dann freuen Sie sich, wenn wir das versandkostenfrei zu Ihnen bringen. Gute Fahrt und gute Fahrt. Viel Spaß. Viel Spaß.